Frau Stadtverordneten, Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die Linksfraktion möchte Ihnen vorschlagen bzw. wir beantragen, dass dieser Bebauungsplan heute nicht beschlossen wird, sondern zurückgestellt wird. Und ich möchte es begründen. Der erste Grund ist, dass wir mit Punkt 14 heute einen Tagesordnungspunkt der Koalition in den Unterlagen haben und ja auch der schon praktisch für die Zustimmung empfohlen ist, dass der Magistrat berichten soll, welche Aufgaben und Herausforderungen durch die Klimakrise für die Stadt Kassel zu bewältigen sind. Das halten wir für sehr, sehr sinnvoll. Und wir wollen auch nochmal daran erinnern, dass wir 2019 als Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit beschlossen haben, dass Kassel bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein soll. Das sind jetzt noch 7 Jahre und Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen in der Einschätzung, dass es überaus ambitioniert ist, überhaupt in die Nähe einer solchen Klimaneutralität zu kommen und dass deshalb jede Maßnahme unter diesem Blickwinkel betrachtet werden muss, nützt oder schadet sie für die Ziele. Wir haben am letzten Montag, also vor einer Woche, den neuesten Bericht des IPCC vernommen, das haben Sie wahrscheinlich auch in den Medien verfolgt, der 6. Sachstandsbericht der internationalen weltweiten Klimaforschung liegt vor und er ist alarmierend. Die Forscherinnen und Forscher stellen fest, dass die Möglichkeit, das völkerrechtlich vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sehr, sehr ambitioniert ist und dass jetzt praktisch in diesem Jahrzehnt alles getan werden muss, um CO2 zu sparen. Und der Umbau praktisch unserer Gesellschaft das heißt, für alle Akteure und Institutionen, eben auch für eine Kommune, dass nicht einfach Pläne weiterverfolgt werden können, die zum Teil seit Jahrzehnten in der Schublade liegen oder wie bei diesem Bebauungsgebiet, für das 2010 bereits die Rahmenplanung gestellt worden ist. Es sind erst 13 Jahre, aber es sind 13 Jahre, in denen sich sehr, sehr viel an Erkenntnissen verändert und manifestiert. Und die Begründung, die in diesem Rahmenplan vorgelegt wird, dass es einen Bedarf gibt an Baugebieten für Einfamilienhäuser, die mag richtig sein, aber es ist eben auch klar inzwischen, dass nicht jeder Bedarf, der in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde, als Normalität betrachtet wird, weiterhin erfüllt werden kann. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht nur, das wissen Sie alle, die Möglichkeiten unserer Kinder und Enkelkinder und vielleicht auch schon unserer Möglichkeiten verbauen, sondern wir werden auch mit erheblichen Kosten konfrontiert sein, weil in absehbarer Zeit, und das dauert nicht mehr lange, werden die verfehlten CO2-Einsparziele sich als sozusagen finanzielle Belastung in jedem Haushalt niederschlagen. Es wird notwendig sein, Kompensationszahlungen aufzubringen und die Frage ist, und das macht der BUND, finde ich, sehr deutlich, wofür gehen wir dieses Risiko ein? Für welche Gruppe von Bewohnerinnen oder künftigen Bewohnerinnen von Kassel wird ein solcher Schritt in die falsche Richtung getan. Und wir stellen fest, dass es nicht diejenigen sind, die auf der Suche nach günstigem Wohnraum Unterstützung der Kommune brauchen, sondern es sind diejenigen, die in der Lage sind, eine 500.000 Euro zu investieren, um ein Einfamilienhaus zu bauen. Und ich muss ganz deutlich sagen, auch natürlich für meine Fraktion, dass das eine Klientelpolitik ist, die wir uns als Gesellschaft schlicht nicht mehr lassen. Es werden jedes Jahr 300 bis 400 Häuser in Kassel weitergegeben, die jetzt noch bewohnt sind von älteren Menschen, die irgendwann mal gebaut haben. Das ist eine Zahl, die ist, finde ich, nicht nichts. Und ich finde, wir müssen darauf achten, dass wir diese Gebäude nachhaltig aufbauen, ausbauen, vielleicht Unterstützung für die
energetischen Sanierung geben und dass wir ansonsten unseren klimagerechten Stadtbau vorantreiben und dafür